Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid beim weiteren Part von Kessen 3. Ja. Letzten Part sind wir gegen Morishige, hieß der, glaube ich. Wie gesagt, ist wieder der nächste Tag und ich habe es wieder komplett vergessen. Wir haben auch ein bisschen Kohle, aber ich möchte jetzt auch mal gucken bei den Handbüchern. Oh, er hat schon. Feuerwand. Frost hat er schon. Geheimnis des Drachen. Das nimmt jetzt Nobunaga. Hanzo, was hast du denn? Du hast Sturm. Mal gucken. Hideyoshi hat. Moment, der hat. Was hat denn der jetzt nochmal? Jetzt bin ich total verwirrt. Schmähen. Ach Mann. Wenn diese. Wenn man die. Na, sagt schon. Na, die Modelle nämlich ausscheinen. Ausschalten könnte, dann würde man viel schneller sehen. Aha. Was kriegst du? Du hast Frost jetzt gelernt, da kriegst du jetzt Gift. Schmähen, also ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht weiter gucken. Denn in dieser Schlacht ziehen wir gegen den Strippenzieher. Und zwar gegen den Ashikaga-Shogunat. Die halt die ganzen Leute auf uns gehetzt haben, weil wir angeblich zu mächtig wären und beziehungsweise nämlich, dass Nobunaga sich das Shogunat selbst aneignen will. Dem ist er aber nicht so, sag ich jetzt mal. Ja, bezwingen sie Yoshiaki Ashikaga, der in der Hauptstadt Soldaten gegen Nobunaga rekrutiert. Den werden wir entgegentreten. Ich hätte zwar jetzt noch gucken können wegen Kaufen, aber ich glaube, die meisten Truppentypen sind jetzt immer noch zu teuer. Falls ihr nämlich Fragen tut, ich nehme immer noch im Voraus auf. Ich bin immer noch mit Yu-Gi-Oh! Noch nicht fertig mit Hochladen, aber das Spiel ist generell fertig. People who had sided with the traitorous Oda. I see, I see. You must not continue that. You will lose the support of the people for the shogunate. Huh? Have you lost your nerve, huh? Huh? Maybe you're in league with Nobunaga. Your lordship, Matsunaga has joined Oda. Takeda has retreated to Kai. What chance do we have of defeating Oda? Don't worry. This plan is foolproof. Don't worry. That preening fool. The time's come for him to pay for his crimes. My lord, we must be careful. Who knows what will happen if we remove the shogun? What if we find someone of his blood and create a new shogun to take his place? No. The shogunate is a nest for corrupt people who desire power. They are a large part of the chaos and must be stopped. Mitsuhide, you have no feelings at all about attacking his lordship? It is for the land and people. Lord Mitsuhide. Yes, yes, you're absolutely right. For the land and the people. I am ashamed for my hesitation in the matter. Master Mitsuhide, I see that you truly are for the people. I applaud you. People do not change this much. Where's the delicate youth I used to know? Planning is the key. Let's start. According to our scouts, this is the current situation. We shall win by defeating the enemy commander, Yoshiaki Ashikaga. His lordship is positioned in this area.
expected his lordship to attack us. He must be planning something. There is no reason to hesitate or fear them. The Shogunate must be destroyed before a new world can be created. My lord, how do you wish us to deploy? Ja, da ist das Shogunat ziemlich selbstsicher, dass die gegen Nobunaga gewinnen. Ja, und Yoshiaki Ashikaga ist wirklich langsam ein bisschen paranoid, was was seine Gefolgschaft angeht. Jene, die gegen ihn sprechen, dass er dann sagen tut, ah, du paktierst mit Nobunaga. So. Saito Kani haben wir ja, der hat Gift, aber schon Level 19 mit 5400, dem möchte ich mal die Führung übergeben. Katsuhi ist verwundet, den nehmen wir nicht mit. Sanchez auch nicht. Wir werden mal wieder nur die Starken vielleicht mit reinnehmen. Ne, Yoshino nehmen wir mit rein. Eine Bogeneinheit wäre mal nicht schlecht. Speereinheiten. Noch eine Speereinheit wäre... Ne, komm, wir nehmen hier noch... Reiter mit rein, Kiyomasa. Und bei Nobunaga kommt eben halt... wir könnten mal Kichu wieder mitnehmen. Aber Ranmaru musste mal ein bisschen trainieren. Der hat Bogeneinheiten. Na ja, gut. Keiji und Toshie können wir erstmal so lassen. Ich weiß nicht, Kichu. Also im Verlauf des Spiels fällt die nämlich ein bisschen aus. Wir könnten Kuroko halt mitnehmen, weil der müsste eigentlich auch ein bisschen leveln vielleicht. Kuroko, Hashizuka. Naja, den werde ich erst mitnehmen, wenn ich wieder optional Den werde ich erst wieder mit reinnehmen, wenn ich optionale Schlachten mache. Offscreen natürlich. Nein, die werde ich nicht mehr zeigen. Wen nehmen wir jetzt mit? Amalia könnte ich mitnehmen. Na komm, nehmen wir Amalia mit. Die hat man in der letzten Schlacht nämlich, glaube nicht. Und wenn, ist auch egal. Wen haben wir hier überhaupt? Die haben Kanonen. Na, das ist egal, wir werden ja eh alle vernichten. Führt Yoshiaki etwas im Schilde? Fragezeichen. Um einen Schwertkämpfer zu beeindrucken, müssen sie mit dem Schwert siegen. Keine Ahnung, was das so bedeuten mag. Entweder müssen wir nämlich die Fähigkeit wütend einsetzen. Oder es müsste eine andere Einheit statt Nobunaga nämlich siegen. Und zwar jemand, der Katana-Einheiten hat. Aber ich werde es mal versuchen mit Wüten. Ich weiß nicht, ob ich das in den Let's Play schon mal gezeigt habe. Aber wenn, dann werdet ihr es jetzt sehen. Das drücke ich mal weg. Ich hoffe, dass es selbstverständlich ist, dass ich jetzt ein bisschen die Cutscenes da, die sich immer wiederholen, wegdrücken tue hin und wieder. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ansonsten müsst... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich mit, denn voraussichtlich werde ich mit, Kessen auch schon fertig sein, sobald ich anfange, nämlich, nee, das ist eine Falle, garantiert. Weil ich, werde bestimmt mit, Kessen, nämlich, fertig sein, sobald ich nämlich auch schon fast mit Hochladen von Mortal Kombat Shaolin Monks fertig bin, dann bin ich garantiert mit Spielen von Kessen. Aber wie gesagt, ich versuche natürlich alles Nötige zu versuchen, um nämlich auch alles im Voraus aufzunehmen. So viel wie möglich jetzt, da ich noch 2 Wochen und ein paar Tage nämlich Ferien habe. Ich weiß nicht wie, weil heute ist noch so regnerisch, deswegen nehme ich heute eben halt off, weil es ist halt in der Dachwohnung dann immer sehr, sehr warm. Und da ist das ganz gut, dass ich da nämlich die Zeit nutze, um aufzunehmen. Natürlich, selbst wenn Schule ist, werde ich versuchen auch
Sind hier irgendwelche Häuser, die wir zerstören können? Das war ja in einer Schlacht nämlich ebenso. In irgendeiner. Natürlich werde ich weiterhin aufnehmen, keine Frage. Aber wenn ich alles erstmal im Voraus produziere, da ist es auch schon mal gut. Ach, jetzt habe ich die Cutscene weggedrückt. Da rücken die Leute mal vor. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so dumm und rücken vor, wenn sie jetzt eine Einheit sehen. So, wir haben bis jetzt nur Hauptmänner und so. Oh, wir haben... Einführung Schicksal. Ja, Schicksal ist nicht so geil. Da nehme ich, das nämlich vom Glück irgendwie abhängt oder beziehungsweise von irgendeinem anderen Wert. Ich muss vielleicht nochmal versuchen zu googeln, ob ich da irgendwie Erläuterungen finde. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht alles. Aber wenn ich was weiß, dann werde ich es in den nächsten Parts vielleicht mal erläutern. So nicht, ey. Scheiß Samurai. Die Samurai sind relativ schnell zu besiegen. Aber wir werden die gesamten Einheiten auslöschen, weil wir müssen, bevor die uns irgendwann mal in den Rücken fallen. Weil das geht so nicht. Es geht doch nicht. Hey, haben die keine weiteren Offiziere? Naja, ich glaube, Tatsuyoki Saito wird auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Und dann werden bestimmt noch die, ja, keine Ahnung, wer alles noch an Start sein wird bei, auf denen ihrer Seite. Aber ich denke mal, es sind sehr wenige Generäle oder so. Okay, wir haben wie gesagt zwei Seiten, wo wir rüber können. Wir müssen halt gucken, dass wir eine Seite irgendwie, machen wir das jetzt hier. Beiden Seiten. Vergiss es. Ihr kümmert euch um den. Haben die sich... Was? Was geht denn ab? Haben die sich gerade selber beschossen oder so? Ich raff's ehrlich gesagt nicht. Ey. Jetzt reicht's mal. Ey, komm, hier, Schluck Gift. Manchmal regt mich dieses Spiel richtig auf, da wir nicht schlagen können. So, zwei auf einen Streich. So, Nobunaga. Miyoshi, der ist weg. Wir versuchen natürlich mit Nobunaga nämlich vorzupreschen. Aber die anderen werden schon mal in Position gehen. Und zwar hierhin. Wen haben wir hier überhaupt? Mago Ichizaika mit Gewehreinheiten. Und wer ist hier unten? Auch Gewehreinheiten. Aber hier unten, also gegen Mago Ichi, da habe ich richtig Respekt. Also der ist nicht zu unterschätzen. Aber die da unten habe ich gar keine Ahnung. Also die sollten wir relativ schnell abziehen. Aber wir haben relativ wenig eingesteckt. Also das muss man wirklich sagen. Also wir sind... Gerade mit den optionalen Schlachten, dann kommen wir relativ fix voran. Jedenfalls, wenn ich mit Kessen fertig bin, werde ich, oder wenn ich mal wieder keine Lust habe oder trotzdem aufnehmen will, werde ich dann schon mal Dynasty Warrior 5 weitermachen. Haben sich leider keine weiteren gemeldet, aber das ist ja vollkommen Rille. Da nehme ich, ich werde es ja irgendwann eh nochmal Let's Playen, vielleicht die 360-Version. Und da sieht sowieso es um einiges besser aus. Oh, ey, Amalia, ey. Du sollst den da angreifen. Oh, Mann, ey. Jetzt habe ich zwar den Falschen angegriffen, aber egal. Wenn ich jetzt wieder zu Nobunaga wechsle, wird die garantiert... Ah, jetzt haben wir den besiegt. Gut. Oh, noch ein bisschen hätte gefehlt. Oh, Amalia hat extrem eingesteckt.
Jetzt macht er Gift, oder? Nee, er hat seinen Angriff gestärkt. Das interessiert mich relativ wenig, weil in eine Ecke gedrängt kannst du einen Scheiß machen. Oh nee. Iga Ninjas. Ich weiß gar nicht, das sind glaube ich die besten Ninjas, die man sich holen kann. Wir versuchen mal Drache. Weil Komet haben wir ja schon öfters mal eingesetzt. Ich versuche ja relativ alles zu zeigen, aber es geht halt auch nicht alles. Weil man innerhalb dieses Let's Play, glaube ich, auch nicht alle Fähigkeiten erlernen kann. Glaube ich jetzt zumindest. Aber, naja. Wäre schon geil, wenn ich das auch schaffen würde. Das. Nein, das kannst du knicken. Kümmert euch um die Iga-Ninja, ey. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal zurück und mir den Reisbottich holen. Ja, das muss ich. Also, wir haben ja sehr viel einstecken müssen, gerade mit Nobunaga. Und Nobunaga ist halt unser Pflichtoffizier. Jetzt geht mal aus dem Weg hier. Ja, ja, wir holen den Bottich. Wo war der? Der war, glaube ich, hier unten, ne? Egal, wir haben ja Zeit. Also, es wird wahrscheinlich wieder so eine halbe Stunde Part. Dauert dann nur wieder ewig, den hochzuladen. Durch das schlechte Internet 1 und 1. So, wo ist der Scheiß? Ich weiß, der ist hier irgendwo. Oder war der ganz oben? Jedenfalls Makuichi will ich von hinten angreifen. Also den nehmen wir schön in die Zange. Da kommt dann Saisu Akani mit seiner Truppe und zerstört die Barrikade und stürmt dann auch vor. Und somit hat er dann keine Möglichkeit, seine dummen Gewehre einzusetzen. Ja, ich glaube, es war nämlich oben, wo der Reis nämlich war. Weil Nobunaga hat Hunger. Ich bin auch relativ frühzeitig ein Aufnehmen, also 15:55, also ungefähr halb habe ich jetzt angefangen. Halb vier. Auch nur darin, weil meine Mom nicht da ist, die mich dann hinterher nerven kann. Weil jedes Mal, wenn ich entweder aufnehme, dann ruft sie mich ständig, hier, was macht denn gerade? Wollen noch einkaufen, wollen noch das machen und dies machen. Oh ne, wir sind zu nah ran. Wir sind zu nah ran. Wo ist dieser scheiß Behälter? Wo ist der? Wenn ich Pech habe, nee, doch nicht. Aber da ist noch ein Gegenstand. Gut, dass ich vielleicht noch, also dass ich nochmal rumgeguckt habe. Na, wir müssen doch angreifen. Ich weiß nicht, wo der Scheißbehälter ist. Fuck off, ey. Langer Helm im Eboshi-Stil. Ah, hier ist er. Gut, wir haben uns wieder relativ erholt. Und jetzt weiter. Geht's weiter hier. Naja, wenn wir jetzt hätten alles mit Kavallerie reingetan, dann wären wir um einiges schneller unsere anderen Einheiten, aber wie gesagt, die müssen ja alle mal ein bisschen trainiert werden. Gehen erstmal hier unten. Mal sehen, was passiert. Ah, da ist noch ein Reißding. Das holt sich Amalia, wenn sie mal da ist. Aber da können wir ja inzwischen Zeit schon mal den hier angreifen. Momoshi. Sandayu Momoshi. Gegen den haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft. Wo wir in Saito, nach Mino. War es Mino? Ja, Mino eingefallen sind. Der hat da nämlich Tatsuoki Saito nämlich geholfen. Aber das ist auch so ein Offizier, den man nicht unterschätzen sollte. Man sieht, was der einstecken kann. Boah, ey. Wir machen ja kaum Schaden, ey. Und selbst die. Okay, es geht. Also, der muss schön in die Ecke gedrängt werden, also. Komm, mach, mach, mach! Shogunate is finished. I know I have promised his lordship. But still. Cannot advance. The Hosokawas must survive. This is the only way.
Hat er sich jetzt wirklich zurückgezogen? Okay, also desto weniger wir bekämpfen müssen, desto besser für unsere Truppen. Aber schade für die Erfahrungspunkte, die uns dafür flöten gehen. Aber egal. So. Ah, jetzt kommt Tatsuoki. Also bist ja relativ spät angekommen. Oder müsste Ranmaru den killen? Naja, ist ja egal. Ich hab den jetzt drin und selbst wenn wir die Bedingungen nicht erfüllen, ist ja auch egal. Ich versuche schon das Beste draus zu machen. Ach, die jetzt behindern sich die gesamten Truppen wieder selbst. Na, kommt der her? Kommt. So, ich hoffe wir. Naja, es geht. Also, wir machen gut Schaden. Toshimitsu Saito ist schon fast tot. Ich dachte, wir hätten den jetzt. Doch, wir haben den jetzt so. Nee, doch nicht. Weg mit euch. Mensch, Tatsuoki, ey. Jetzt geh doch mal weg hier. Du kriegst deine Provinz nicht wieder. Du bist ein Schurke mit deinem Schurkenhelm. Amaya mit ihren ständigen Charge-Angriff, können wir ja nicht angreifen, das ist halt immer das Ding. So, da sind die auch weg. Ranmaru bleibt schön da hinten, spart die Truppen. Man hätte eigentlich auch eine Funktion noch einbauen müssen, dass man nämlich selbst Ferneinheiten nämlich sagen kann, okay, geht jetzt in den Nahkampf über. Das hätte es noch um einiges besser gemacht, aber egal. Ist nur so ein kleiner Kritikpunkt, der aber wiederum nicht schlimm ist, dass es nicht enthalten ist. Weil es gibt da wesentlich schlimmer. Wir müssen uns heilen, weil sonst haben wir Arschkarte. Hat's aufgehört mit Regnen, ey. Naja, es fängt die Heta nachher wieder an. Alter. So, das schauen wir mal ein bisschen. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich habe da auch gar keine Ahnung und ich möchte auch kein Englisch lernen, weil es mir einfach zu doof ist, eine andere Sprache noch zu lernen. In meinem Alter. Nichts gegen die, die es können, keine Frage, aber ich bin so eher, nee, Fremdsprachen, da kann man mich jagen damit. Es wäre zwar cool, wenn man eine drauf hätte, aber ich bin da halt, nicht so begabt in Sprachen und so, dass ich jetzt noch eine lernen könnte mit 23. Das ist einfach nicht mein Ding. Also ich habe jetzt 2 Jahre Englisch gehabt und ich habe davon nichts behalten. Also nicht mal die einfachsten Vokabeln oder so. Zwar einige Dinge kann ich schon übersetzen, einzelne Wörter, aber ich kann keine Sätze schreiben in Englisch, beziehungsweise auch keine irgendwie korrekt übersetzen oder so jetzt in Sätzen oder keine Ahnung. Also, das liegt mir einfach nicht und ja. Alter, jetzt geh doch mal kaputt hier. Dass die so viel aushalten müssen hier. Alter, Nobunaga kriegt hier derbst auf die Fresse. Das geht ja mal gar nicht. Ey, wird der jetzt etwa uns besiegen oder was? Nee, das kannst du knicken, du Arschloch. Ich glaube, Nobunaga muss sich jetzt erstmal aus dem Kampf raushalten. Kommt. Und schützt Nobunaga. Sobald er wieder 2 Fähigkeitspunkte hat. Das hat keiner heilen, ne? Scheiße. So. Angriff. Wir werden zwar wieder
sehr viele Verluste bekommen. Ah, die sind schlau. Die sind schlau. Die stellen sich dazwischen, während die Makuichi nämlich sich zurückzieht. Aber den, das lasse ich euch nicht zu. Kiyomasa. Oh, nee, ey. Wir müssen ihn hier schlagen. Wenn wir das nicht machen, ey. Beziehungsweise müssen ihn beschäftigen. Jetzt hör auf abzuwehren. Kiyomasa, ey, du mit deiner blöden Feuerwand, ey. Das, was überhaupt nichts bringt, diese Fähigkeit. Man kann dann nichts machen mehr. Ey, seht ihr das? Seht ihr das? Ich darf nicht schlagen. Ich glaube, das ist, glaube, unsere verlustreiche Schlacht überhaupt. Aber, naja. Desto wir weiter voranschreiten, desto stressiger werden die Gegner. Ist ja wohl klar. Ja, komm, und jetzt hau ab. Fujinaga Ishiki. Der hat Bogeneinheiten. Und hat uns immer noch getroffen, ey. Was bist du denn für ein Arschloch? Hat da drin ist Heilung. Das ist gut. Ey, hallo. Ich raff's nicht. Wenn ich da irgendwie jetzt abwehren tue, gehen die trotzdem noch hin, treffen die mich noch. Also es zählt dann immer noch als Treffer. Und das geht ja mal gar nicht. Habe ich den jetzt gekillt? Von Strategie hat der Typ keine Ahnung. Nobunaga. Guck nochmal oben an der Seite nach. Ich habe da irgendwie das dumpfe Gefühl, dass da noch irgendetwas sein könnte. Hat der doch überlebt oder was? Tatsache, aber den Drop werde ich dir erstmal ziehen. Ah, nee, ist mir zu blöd. Machen Frost. Die paar Truppen, die wir dafür bekommen, machen das jetzt auch nicht mehr weg, was jetzt in Nobunaga da drin ist, ja schließlich Reis, und das kriegt er dann, und dann ist er wieder voll funktionstüchtig. Ne, hier ist leider nichts. Ja, der Shogunat, also hier der Typ, der Kommandant, der Ashikaga-Typ. Wie gesagt, ich vergesse immer den seinen Namen. Ja, der ist nicht so helle, wie er aussieht. Also, selbst so wie er aussieht, ist er, denkt er genauso wie, keine Ahnung. Von Strategie kein blassen Schimmer, wenn er irgendwo sich mit einsperrt. Nee. Kommen wir überhaupt rein, bevor ich jetzt hier noch ewig und drei Tage, ja, wir kommen rein. Müssen nur ewig und drei Tage draufhauen. Weil wenn der nicht mehr viel hat, mache ich wütend. Und dann mal gucken, vielleicht ist das ja dann die Bedingung erfüllt damit. Mal schauen. Ja, langweilig, ey, wenn man die gesamte Zeit nur das eine macht, so. So, es war nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir werden ja noch Dings einsetzen. Wir müssen den noch vielleicht noch abfangen. Deswegen geht mal hier hin. Ach, der haut nicht ab. Okay. Nein.
Aber wir werden jetzt Zweifeln machen. Und wenn jetzt Nobunaga nochmal 2 Punkte bekommt. Nee, also wir machen Sammeln. Ich bin wirklich an überlegen, ob ich jetzt Saito Akani doch noch jetzt reinholen soll in den Kampf. Ja komm, der soll jetzt auch noch mitkämpfen, er soll Face auch mal was machen. Angriff. Alles draufschmeißen, was wir haben gegen den Typen. Ich muss die gesamte Zeit die Anzeige in Auge haben. Ja komm, noch ein bisschen. Jetzt. Wütend. Oder wüten. Ich sag immer wütend. Das ergibt gar keinen Sinn. So. Ich hoffe, dass wir das nämlich schaffen. Also, ich habe das auch noch nicht in privaten Spiel Durchlauf nämlich geschafft. Muss ich sagen. Da bin ich ja auch immer einfach gegen die Wand irgendwie. Weil ich ganz einfach nicht, wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen und selbst beim zweiten Mal habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nie auf schwer durchgespielt. Ich habe es bei schwer halt nur bis eine bestimmte Stelle geschafft, wo ich dann auch sagen werde, dass ich nur bis dahin gespielt habe. Und ja. Aber das werdet ihr ja sehen, wenn es soweit ist. Das will ich haben. Das gibt Erfahrung. Ja, ich dachte schon, dass das was ganz anderes gibt. So, Yoshiaki hat den Kampf betreten. Alter, jetzt hört mal auf, hier auf mich rumzuhauen hier. Dass diese Truppen trotzdem noch Fernangriffe besitzen, ey, ist schon eine Frechheit hier. Während die eigenen Truppen einfach nicht fähig sind, nämlich überhaupt jemanden zu killen. Das liebe ich ja bei den meisten Tecmo Koai Spielen. Gerade jetzt auch, was Dynasty Warrior angeht oder so. Gerade auch die neuen. Wo die Offiziere bzw. auch die Helden nicht in der Lage sind, gegen eine Handvoll Fußsoldaten kämpfen können, ohne dann um Hilfe zu schreien. Also das ist dann auch schon bedenklich. Ah, Mist, wir kriegen den nicht platt. Oder? Nee. Doch. Nee. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ey. Scheiß auf die Bedingungen. Oh, wir haben 33 Minuten, ey. Oh, es hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Naja, für so eine große Schlacht. Ja, kein Wunder. Rang C ist bis jetzt das Schlechteste. Naja, egal. Wir haben ja eh genug Zeug bekommen. Teekanne, ich weiß gar nicht, wer hat berittene Bogenschützen eigentlich? Schicksal. Werde ich garantiert irgendjemanden geben, wenn es soweit ist. Ist ein Ninjutsu. Und damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Obwohl das nämlich von Glück abhängt. Oder von irgendeinem Wert. Ich weiß nicht. Also im Buch steht es, glaube ich, jedenfalls nicht drin. Also im Handbuch. Und ja. Restore the shogunate and bring equality to the people. I wish I'd never been born into the family of the shogunate. Hold. Will you have him commit seppuku? Mitsuhide, you
you are. You can live out your life quietly. You will never lack for anything. But if you ever cause me trouble again, you'll wish you'd never been born. Ja, ja, die Leute, die sich an die Macht klammern. Kapitel 7, die Tenso-Offensive. Kann sein, dass ich auch wieder falsch ausgesprochen habe. Ist aber auch egal. The Oda Force gained victory over the Shogunate forces, and Yoshiaki was driven from the capital. Thus ended the powerful Ashikaga Shogunate. Following this, Nobunaga received the title of Tensho from the imperial court. And while preparing for battle against the Azai, Asakura, and still powerful Takeda clans, he worked to bring order to the country. He removed the checkpoints, repaired the roads, issued orders, and declared freedom for trade. His determination to overcome old practices brought life back to the region. This has helped the town to prosper. Senor is a hero, and he allows us to do our work here. You are a missionary. I am a woman without a country. You know, I've just noticed that Amalia is a beautiful woman. She has a different appeal than Kicho. So now you're going to start looking at Amalia that way? Go ahead. See if I tell you about Lady Kicho. Lady Kicho and Master Mitsuhide used to be lovers, you know. Oh, the past. Not interested. The only thing I care about is the future. Let's review our strategy. My lord, this is the... Okay, Leute. Sorry, dass der Part so lange wurde. Aber, naja, kann man ihn nichts machen. Jedenfalls bedanke ich mich schon mal beim Zusehen. Und haut rein und ciao.